Liebe Zuschauer, wir haben viel gehört von dem, was in den letzten Monaten in Ägypten Spannendes passiert ist. Und ich freue mich, dass ich eine Christin aus Ägypten nun neben mir habe, Pamela aus Ägypten. Erzähl mal, wie du die Revolution erlebt hast. Ich war in Amerika am Anfang, wenn alles hat passiert, für meinen Onkel zu besuchen. Und ich war mit meiner Mutter und wir mussten zurückfliegen nach Ägypten. Und als ich war da und die Straßen waren leer und es war sehr komisch, weil die Leute waren zu Hause und ein paar Leute waren im Tahrirplatz und die Militär waren auch da überall und es war sehr, ja, wie etwas war nicht normal und die Männer mussten auch beschützen ein bisschen eure Häuser, weil die Polizei war total weg und hast du die Revolution als etwas Positives oder als etwas Negatives erlebt? Nein, für mich die Revolution, ich habe es erlebt als etwas sehr, sehr positiv, weil es war wie ein Tür für Gerechtigkeit geöffnet und ja, es war ein Schritt nach Freiheit für Ägypten. Wie ging es dann weiter? Du kamst nach Hause, alles komisch, alles ganz anders. Und was ist dann passiert? Habt ihr euch als Familie da auch beteiligt? Und wie waren dann die letzten Wochen vor dem eigentlichen revolutionären Ereignis dann? Wir waren für vielleicht 2 Wochen zu Hause. Wir mussten dort bleiben und wir können nicht, ja, es war sehr gefährlich für uns, draußen zu gehen und ja, viele Leute hatten sehr Angst, dass die Supermärkte waren ja nicht alle war geschlossen. Okay. Und es war ein bisschen gefährlich, weil wir mussten essen und alle haben zu Hause so. Ja, es war sehr stressig. Und hat deine Familie auch bei der Revolution mitgemacht? Ja, besonders mein Bruder. Er war in Tahrirplatz für vielleicht 5 Tagen. Er hat geschlafen dort und ja, er war sehr aktiv und er war bereit, alles zu machen. Warst du auch auf dem Tahrirplatz? Ja, ich war ein paar Mal auch dort. Wie war es da? Erzähl mal. Es war sehr beeindruckend für uns Ägypten, weil es war alle die Leute wollten die gleiche Dinge, wollten Freiheit, wollten Gerechtigkeit und sie waren so einig und man konnte sehen dieses Einigkeit, Einheit, ja. zwischen die Leute und Christen waren da, Muslime waren da und wie war das mit den Christen und den Moslems? Es war super. Manchmal die Christen haben gebetet und die Moslems haben einen Kreis gemacht für die Christen zu beschützen und Es war Geschichte für uns. Es passiert nicht so oft, diese Einheit zu finden. Das heißt, da war so eine Einheit, dass die Moslems die Christen beim Gebet beschützt haben. Ja. Wie ist es denn heute, die Situation für euch Christen in Ägypten? Ja, heute ist nicht so, es ist nicht noch ähnlich, weil ja, es gibt viele Kämpfe zwischen die zwei Religionen und es ist ja, es brennt und es ist, ja, es gibt eine Not von Friede zwischen die zwei Religionen. Und besonders für die Christen, weil sie sind die Minorität, ist ein bisschen schwierig. Und,
Und wenn du mit deiner Familie jetzt telefonierst, du bist gerade in Deutschland hier auf dieser Bibelschule, wenn du mit denen telefonierst zu Hause in Ägypten, was erzählen die dann? Vor was haben sie Angst? Sie haben Angst, besonders für die Zukunft, weil es ist wahrscheinlich, dass die Muslimbruderschaft nimmt Macht in Ägypten, und das kann sehr gefährlich sein für die Christen in Ägypten, und ja, es kann limitieren unsere Glaube, unsere Leben, wie wir leben, wir als Christen. Für was können wir Christen in Deutschland, für unsere Schwestern und Brüder in Ägypten beten? Was genau sind die konkreten Gebetsanliegen? Dass Gott wirklich hilft Ägypten und besonders die Christen in Ägypten aufzustehen von dieses Loch und von dass wir können Frieden haben in unserem Land und Gerechtigkeit auch. Ganz herzlichen Dank, Pamela aus Ägypten. Es ist schon beeindruckend, was in eurem Land passiert ist. Und liebe Schwestern und Brüder in Deutschland, lassen Sie uns für unsere Geschwister in Ägypten beten.